Hi ho, es geht weiter mit Let's Play Lufia. Beim letzten Mal haben wir uns in den Turm zu dem Königreich Arturia begeben. Arturia? Arturio? Ich weiß es aber noch nicht. Seth ist hier und will irgendeinen Edelstein holen für die Hochzeit von Prinzessin Senefer. Und mir wurde gesagt, ich soll nochmal in den in das alte Schloss zurück zu dem Prinzen von Auralio. Der hätte irgendwas für mich. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall noch machen nach diesem Dungeon hier. Jetzt müssen wir erstmal... Yay. War das jetzt richtig? Okay, jetzt die Tür offen. Cool. Dieses Rätsel lösen müssen wir erstmal, was wir schon geschafft haben. Das ist sehr nett. Und hier ist dann hoffentlich der Schlüssel drin. Schlüssel gefunden. Sehr schön. Allerdings gab es noch total... Hallo, Killerkürbis und Amok-Schädel. Allerdings gab es hier noch total viele andere Wege, die wir noch nicht gegangen sind. Deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt erst zum Endboss durchrennen sollen oder ob wir erst diese anderen Wege erkunden sollen. Ich weiß es nicht. Ich guck mal, wohin meine Füße mich tragen. Wahrscheinlich habe ich sowieso die Orientierung verloren, weil es jetzt eine Woche her ist, dass ich aufgenommen habe. Von daher, schauen wir mal. Wo sind wir denn? Okay, wir sind hier und hier und da oben war das Ziel auf jeden Fall. Ach ja, die Ninjas, die habe ich durch nicht vergessen. Frostfee und Lexis, du machst mal Glugball. Einfach, weil Glugball eigentlich immer recht gut ist. Von daher, und ich sollte Tarnuk rausnehmen. Ich habe ja gesagt, jeder Part ein neues Kapselmonster und Tarnuk war letztes Mal eh nicht gerade hilfreich, von daher. Ich weiß gar nicht, wer dran ist heute. Frani? Ist Frani dran? Ich glaube, Frani war lange nicht im Team. Oder Gordo? Frani? Gordo? Ach, ich hatte irgendeine Reihenfolge, aber ich weiß die nicht mehr. Mal schauen. Ich glaube, Frani. Ich habe was auf Frani. Frani kommt ins Team. Ja, Tarnuk. Genau deswegen nämlich, weil du einfach nichts tust quasi. Du machst keinen Schaden und du heilst auch nicht. Und dann bist du auch irgendwie ein bisschen überflüssig. Und natürlich lebt der Ninja noch. Danke, Guy. Wenn ich dich nicht hätte, würde ich hier überhaupt nicht durchkommen. Okay, Kapsel. Nein, das ist Rüstung. Kapsel. Weiter. Frani. Genau, Frani fehlt eh noch die dritte Spezialattacke. Von daher vielleicht lerne die jetzt mal. Ich weiß auch gar nicht, ob er die auf einem bestimmten Level lernt. Ich habe keine Lust auf die Samurai. Oder ob er die, keine Ahnung, nach so und so viel Kämpfen lernt oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht und... Flucht ist sowas von schlecht gemacht und unnötig und nichtsbringend und Messerwerfer. Aua! Das tat weh. Das tat ziemlich weh und ja, meinetwegen greift Guy an. Dem macht nicht so viel aus. Lex ist schon wieder fast tot. Und Maxima auch ganz schön Schaden. Wow. Oh mein Gott. Frostfee, los, Selan. Mach deinen coolen Zauber. Yay. Der ist echt schick. Ich mag ihn. Er frisst zwar unglaublich viele Magiepunkte, aber er macht zumindest auch viel Schaden. Und wahrscheinlich greift uns jetzt direkt danach der Samurai an. Der stand nämlich quasi auch ein Feld hinter uns. Und Frani, yay. Siehst du, Tarnuk? So macht man das. Genau so. Wow. Überraschungsangriff. Wow. Lexis ist tot. Wow. Und Selan auch? Nein, Selan lebt noch. Oh mein Gott. So, haben wir nicht irgendeinen super, mega, duper Heiler, Helfer? Gehen wir auf alle. Kann nicht schaden. Und du haust da drauf und du haust da drauf. So. Und warum greifen die schon wieder an? Die haben eben angegriffen. Jetzt ist Selan tot. Wow. Wow. Und Guy macht ihnen kaum Schaden. Okay. Also eigentlich nicht okay, aber okay. Stärker. Ja, Maxim, halt du mal alles durch und Guy, du hoppst einfach mal drauf. Und wer Maxim stirbt jetzt auch. Ja, greift Guy an. Gut. Gut so. Danke. Der macht das nicht so viel aus. Und die haben echt, entweder sind die quasi immun gegen physische Attacken. Also die immun, aber... Entweder machen ihm physische Attacken nicht viel aus oder Feuer. Weil Guy hat ja immer, glaube ich, immer noch die Feuerwaffe. Und Frani macht gut Schaden. Das ist schön. So. Ach,
macht den kaputt. Rani, überlebt das bitte. Samurai! Kaputt. Wow. Bin ich unterlevelt? Oder sind die einfach so nervig brutal? Ruf Verstärkung. Ernsthaft. Verstärkung. Oh. Meine Güte. Wir gehen überhaupt nicht mehr kaputt. Wir werden die ganzen Partner in den Samurais hängen. Los, Rani. Mach irgendeine super mega Imba-Attacke. Naja. Okay. Hat auch Schaden gemacht. Ist okay. Geh kaputt. Komm schon. Meine Güte. Danke. So. Wo waren unsere Kollegen? Wiederbeleber? Nein. Die waren das. Tada. Tada. Yay. Und Axel ist halb mal eine Runde durch. Huch. Du und du. Okay. Wow. So. Wo waren wir? Ach ja, auf dem Weg zu übrigen Räumen, und es interessiert mich jetzt auch langsam, was du eigentlich bist. Ich habe letztes Mal schon gesehen. Überraschungsangriff, ach come on. Ich bin doch in den reingelaufen. Hydra. Hallo, liebe Hydra. Wir machen dich jetzt kaputt. Die sieht echt cool aus. Und ich mag den einen unteren Kopf, den rechts unten. Der guckt so cool. Wie so ein Doppelpunkt D-Smiley. So, und Rani ist kaputt und Lexis ist auch fast kaputt und Selan auch. Okay. Ich glaube, langsam bin ich echt wieder unterlevelt. Ich muss mich mal wieder trainieren. Am besten auf dem Meer. Da sind viele brutale Monster, die Erfahrungspunkte bringen. Okay. Kann ich jetzt endlich mal wieder irgendwo einen Raum sehen, wo ich wüsste. Ich glaube. Nein, ich muss das jetzt nach links drehen. Oder? Damit das da mit dem Schalter da irgendwie wieder nach links fährt. Weil da links ging es dann zum Schlüssel. Allerdings, genau, hier war noch ein Weg. Da waren wir noch nicht. Da möchte ich jetzt mal noch vorbeischauen, was hier ist. Eine Treppe und eine Tür und ein Feind. Hier ist ganz schön viel. What the hell? Wow. Speed up. So, wir haben ein paar neue Monster gesehen. Rani hat Steinwurf gelernt, leider noch nicht eingesetzt. Und ich glaube, sonst war nichts großartig. Aber gut, das war jetzt quasi so viel zu, ich muss vielleicht mal trainieren. Das war jetzt unser Training und scheinbar gibt es hier nicht mal irgendwas. Cool. Cooler Raum. Und hi, Minotaurus. Ich habe jetzt eigentlich überhaupt keine Zeit für dich gerade. Beziehungsweise überhaupt keine Lust auf dich gerade, weil ich gerade 50.000 Gegner platt gemacht habe. Darum geh mir bitte einfach aus dem Weg. Wirbelaxt. Au. Das klingt irgendwie schmerzhaft. Ziemlich schmerzhaft. Konfusion. Nein. Haha, daneben. Und yay, Schaden. Na los, drauf. Geht einfach kaputt. Ich bin auch zu faul zu zaubern inzwischen. Ich hau einfach drauf. Die gehen schon kaputt irgendwann. Lexis hat eh keine Magiepunkte mehr. Zaubertrank. Könnten sie natürlich auffüllen, aber nein. So, waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Es sei denn, das hier ist jetzt irgendwie der... Ist das der Eingang? Das ist der Eingang. Okay. Dann haben wir jetzt alle Räume abgeklappert, die ich noch in Erinnerung hatte. Von wegen, da waren wir noch nicht. Dann können wir jetzt...
vom Boss. Boss! Yay! Hoffentlich ohne irgendwelchen Feinden noch über den Weg zu laufen unterwegs. Hier brauchen wir erst den... Nein, nicht den Feuerpfeil, den Hammer. Kaboom. Und jetzt den Haken. Haken, Haken, Haken. Danke. Rüberhaken. Und raus hier. Und hier rein. Und hier? Nein. Hier. Genau. Und mit diesem Schalter sollte jetzt irgendwie unsere Plattform wieder rüberkommen. Tut sie. Genau. Dankeschön. Und jetzt hier hoch. Und hier rein. Und da war ja was. Ich hoffe, das ist noch eingestellt, so mit dem richtigen Wege. Ja. Okay. Sehr schön. Hi. Ein Überraschungsangriff, ja. Ja, ist okay. Jetzt sind wir ja langsam gewohnt. Aber es sind nur Ninjas. Die Ninjas sind nicht so brutal wie die Meuchler, habe ich das Gefühl. Zumindest haben sie bis jetzt keine Instant-Kill-Attacken gebracht. Und das war ja eigentlich das Nervige an den, Meuchlern. Messerwerfer, okay, dafür haben sie diese allen Leuten Schaden machen Attacke und ich glaube, Lexus stirbt gleich wieder. Yep. Oh, wow. Oh, wow. Ich möchte Deka wieder haben. Ich möchte einfach Deka wieder haben. Ich glaube immer nicht, dass er tot ist. Ich glaube, er lebt noch. Irgendwann kommt er wieder, ganz bestimmt. Oh, oh, er muss wiederkommen. Ich halte das nicht aus mit Lexis. Er ist so nutzlos. Richtig nutzlos. Richtig nutzlos. Ich meine, er hat momentan nicht mal Magiepunkte, dass ich sagen könnte, hey, er ist der Heiler in der Party und ist deswegen so schwach, aber nein, nicht mal mehr das geht. Au. Habe ich eben gesagt, die Ninjas sind nicht so schlimm wie die Meuchler. Die machen doch ganz schön Schaden. Zauber, Maxim, stärker. Yay. Oh. Nein, Selan, danke. So. Samurai, lass mich in Ruhe. Okay. Oh. Natürlich lässt er mich nicht in Ruhe. Warum sollte er auch? Warum sollte er auch? Oh. Haben wir nicht irgendwelche coolen Zornattacken? Kann ich eigentlich mal nachgucken. Irgendwas ganz Brutales. Was wahrscheinlich dann überhaupt nicht so brutal ist bei denen, aber man kann es ja mal versuchen. Zornattacken. Knisterbrand. Reflektor? Nee. Dämonensog. Nee. Panzer. Ninja. Trifft einen Gegner. Ach komm, probieren wir es einfach mal. Einfach so, um das mal zu sehen. Ninja gegen Samurai ist doch bestimmt gut. Und yay, Verstärkung. Ninja! Wow. 255 und dafür die Hälfte der Zornpunkte verbraucht. Ich bin ja nicht so ganz begeistert, muss ich sagen. Chaoskrieger. Was hat Maxim denn cooles? Götterschlag. Wirksam gegen untote Kreaturen. Seid ihr untot? Probieren wir es einfach. Probieren wir es aus. Los, Maxim. Mach irgendwas Cooles. Mit deiner coolen Zornattacke. Götterschlag. 339. Ja, ist echt cool. Wobei die auch ziemlich viel Zornpunkte verbraucht. Wow. Ziemlich viel. So. Jetzt können wir aber endlich hier hoch. Und hier war die Schlüsseltür. Und... weck ich Lexis halt wieder auf. Einmal noch. So. Und dann heilen wir noch. Tada, 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 tada. Und dann beenden wir diesen Part, weil ich habe keine Ahnung, wie lang dieser Monsterraum-Speed-Up war, aber ich denke, das kommt jetzt so ungefähr hin von der Partlänge her. Wird schon. Beim nächsten Mal betreten wir dann endlich diesen Bossraum. Also dann, ciao, ciao.